Das war unfassbar unangenehm. Ja, glaube ich. Richtig unangenehm. Hallo! Hallo! Wir reden heute über Charming Boys. Nick ist da. Hallo, du. Und wir wollen ein bisschen auspacken. Ich glaube, es gibt viel zu berichten. Gerade Folge 8 war ja doch sehr spicy. Mhm. Und ich würde mal sagen, er war schon, gut, Opfertäter weiß ich jetzt nicht so ganz, aber durchaus sehr eine Zielscheibe für viele Leute. Und ich finde, man hat gar nicht viel gesehen, was so das Sachen betrifft, wie hat sich das entwickelt und wie kam das zustande. Und allgemein habe ich viele Fragen und die müssen wir halt mal ein bisschen beantworten, würde ich sagen. Hast du Lust? Nee, ich habe gar keinen Bock hier. Okay. Was mache ich hier eigentlich? Ja, frag mich auch. Ich habe schon mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Vor einer halben Stunde habe ich euch schon gesagt, entsprechend, das wird heute sehr, sehr gut, sehr lustig und sehr gut vorbereitet. Bevor du in die Villa kamst, haben sich ja Philipp und Lukas durchaus angenähert. Und dann gab es einen Sprung zu Philipp und dir. Wie hat sich das da für dich entwickelt? Also ihr hattet ja dieses Gym-Date auch und du warst schon sehr in love. Du hast ja auch irgendwie gesagt, dass du schon davor ihn toll fandest oder so, ne? Wie war das für dich dann vor Ort? Wie war das? Erzähl mal. Naja, also irgendwie war das ja komisch. Ich bin ja reingekommen, weil dieser Poolboy. Und dann war das ja die Situation, ja. Das war diese Situation, wo Basti und ich ja völlig vermummt waren. Ja. Und tatsächlich waren die anderen für uns ja auch vermummt gewesen. Also es war ja so in der Form, dass die alle Schlafmasken auf hatten und irgendwie Decken rüber wegen den Klimaanlagen und du hast ehrlicherweise kaum einen erkannt. Und die einzige Person, die ich gesehen hatte, war Philipp. Okay. So. Und warst du, der ist es. Ah, guck mal, da ist er ja hart. Nee, das war eher so, okay, krass, habe ich erkannt. Und dann sind die alle wach geworden und dachte schon, oh, der ist echt süß. Also in echt dann. Mhm. Aber der ist mir, das kommt vielleicht gar nicht so ganz rüber, ist mir der die ganze Zeit aus dem Weg gegangen. Ah, weil er bei Lukas war, oder? Nee, weil es hieß, ne, Wanderpokal und macht dir allen schöne Augen. Ah. Und dachte mir so, hey, krass, der geht mir die ganze Zeit aus dem Weg, hat irgendwie gar kein Interesse, keinen Bock. Doch kein Wanderpokal. Gar kein Wanderpokal. Da gab es so ein paar Szenen, wo wir dann doch mal miteinander geredet haben. Ja. Und dann hieß es ja hier goldener Umschlag. Da dachte ich so, okay, krass, ich habe jetzt mit allen so ein bisschen geredet, aber mit Philipp nicht. Ah, ich will okay. den auch irgendwie mal so richtig kennenlernen jetzt, ne? Mhm. Und hör auf dein Bauchgefühl und das sagt, nimm mir den mal mit. Und ja, habe ich Philipp mitgenommen. Und dann war es gut, I guess. Das war richtig gut. Also ich war ehrlicherweise ziemlich aufgeregt am Anfang. Erstes glaube ich. Ne? Und dann diese Gruppendynamik, man sieht das ja auch. Ich lese das Ganze vor und dann springen ja alle auf. Und die meinen so, ja, viel Spaß, Philipp. Mhm. Und kamen so ein paar Kommentare von wegen, hoffentlich bereust du es nicht. Wie, oder was geht hier gerade? Ja, voll. Ich war ja auch neu. Ja, voll. Ja. Das war irgendwie krass. Aber dann beim Date konnte ich mich ehrlicherweise auch selber fallen lassen. Und das war... War gut und hat irgendwann Zoom gemacht. Ja. War das ein richtiges Gym? Also, also so ein Gym-Date, ja, why not? Aber ich war doch ein bisschen verwirrt. Es war ein Gym-Date, ja. Also es war wirklich draußen. Also ehrlicherweise war es cool gemacht. Weil es waren so Holzgeräte, so alles natürlich. Und sogar mit so einer kleinen Boxarena war da auch. Und Kletterwald, haben die irgendwie gar nicht gezeigt, aber so ein richtiger Kletterwald am Strand. Ach, krass. War cool. Wow. War echt nice. Der Budget war auf jeden Fall da. War da. Ja, nee, also ich dachte auch erst, okay, krass, was ist das? Aber es hat zu uns gepasst. Habt ihr dann so einen Push-Day gemacht oder habt ihr... Ein Push-Day? Ein Push-Day oder ein Pull-Day oder habt ihr einfach nur... Mal, also, habt ihr Sport gemacht oder war das? Also, das war einfach, oh, guck mal da, probieren wir mal aus. Ah, okay, verstehe. Das war jetzt so, nee, heute muss ich jetzt Arme machen. Okay. Dann kann er sein, wenn man schon mal da ist. Ich hätte es genutzt. Nee, hat einfach nicht gepasst, aber ja. Hast du auch so ein Laufband, mit so Bambusrohren oder so, ne? Was aber das denn? Fand ich ehrlicherweise ein bisschen nervig. Das hat auch ja, das verstehe ich. Warum, es gibt auch im Gym dieses Ding, so ähnlich, ne? Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum macht man sowas? Ich habe immer Angst, dass er hinfliegt, oder? Eben, also ich verstehe das überhaupt nicht. Nee. Aber okay, gut, das war so euer Startschuss. Mhm. Und dann ging es ja super lange weiter mit Negativität und Gruppendynamik, dies, das. Ja, ja. Und dann gab es ja diesen Philipp-Aaron-Kuss in Folge 7. Ja. Dieser Schmatzer oder was auch immer das war. Mhm. Wie hast du das denn wahrgenommen? Das war ja schon durchaus ein Thema an dem Abend, zumindest bei Aaron und Lukas. Ja. War das ein Freundschaftskuss wahrscheinlich, ne? Ich stand ja auch dann. Ja, ja, voll. Ich war ja am Buffet und hab's gesehen, das war für mich völlig fein. Ja, voll. Ja. Aber wie kam das denn überhaupt? Also die beiden haben ja auch sich durchaus gar nicht... Ja. Verstanden, kann man das sagen? Ich weiß nicht. Ja, wobei, die haben ja doch, also man ist ja die ganze Zeit in der Villa zusammen. Ja, klar, voll. Also es sind schon Momente, wo man auch miteinander redet, dies, das, jenes. Es hat sich eine Gruppendynamik gebildet, aber da war jetzt in dem Moment kein richtiger fetter Knall gewesen, dass ich hasse jetzt diese Person oder nicht. Okay. Ich war jetzt aber nicht involviert im Kurs, also kann ich das gar nicht richtig beantworten. War es gut, aber war schlecht, Kostan. Es war, glaube ich, einfach die Dynamik von der Party, aber man Fandest du es, also Lukas dachte ja, oder Aaron dachte, das ist durchaus provozierend gemeint. War das, meinst du, das war von eurem Squad, sag ich mal, provozierend gemeint von Philipps Seite aus? Oder war das mehr so ein Affekt, man küsst sich auf der Party auf so einen Schmatzer oder was ich meine? Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es provoziert war. Ja. Das war einfach so, hey, ist jetzt gerade passiert. Man sieht eher danach, dass dann in der Gruppe standen, wo Maurice, glaube ich, auch meinte, so, hast du das gerade Drama ausgelöst? Genau, das meinte ich. Ich glaube erst, also es war eher dann erst danach, wo man dachte, okay, krass, was ist da eigentlich gerade passiert? Okay. Aber ehrlicherweise, also... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gar nicht so viel von dem anderen Drama danach mitbekommen, weil wir in unserer eigenen Welt da waren. Ja. Da hat ja auch, glaube ich, Aaron später auch noch geweint und so. Ja.
Klar, wir standen oben auf der Veranda, aber ich habe an sich das alles gar nicht mitbekommen. Ich war ehrlicherweise so, ja, cool, coole Party gewesen. Das ist so fein, das sagen so viele Leute auch, wenn ich, dass man voll viele Sachen gar nicht mitbekommt, nee, die in irgendwelchen Ecken passieren. Das klingt halt total banal, weil du bist halt in so einer Villa und denkst, das ist ja alles, ne? Ja. Gerade wenn du da oben stehst, ist ja auch so elf- oder U-förmig die Villa. Nee, ist nicht so. Krass. Man kriegt nicht alles mit. Aber wie ist das dann für dich beim Gucken? Bist du dann so, ah, das ist auch noch passiert und ja, das ist so, krass. Ach, deshalb war da so drauf. So, okay, aber hast du auch Sachen vergessen, die du dann wieder siehst und denkst, ja, so war das? Ja. Wie lustig. Ja. Wie ist das für dich? Also hast du auch vor Sachen irgendwie Angst gehabt oder hast du Respekt vor der Ausstrahlung gehabt? Oder war das für dich, du warst so mit dir im Reinen und du wusstest alles okay? Oder? Also ich war schon im Reinen mit mir oder bin im Reinen auch mit mir immer noch. Aber es ist trotzdem so, dass ich denke, krass, wie ist der Cut? Ne? Mm. Weil letzten Endes kannst du ja irgendwie alles anders auch darstellen, als es irgendwie war oder wie du halt dich auch ausgedrückt hast. Aber letzten Endes, nö, ich kann mich ehrlicherweise, habe ich nicht scheiße gelernt. Ja, ja, das kann ich auch nicht herzaubern. Ne? Ja, voll, das stimmt schon. Kannst du dir irgendwie erklären, woher dieser, also wahrscheinlich schon, dieser kollektive Hass auf Philipp und dich kommt? Also muss ich irgendwie aufgebaut haben. Ja. Gab es da irgendwie so ein Kern-Happening oder war das eher so ein schleichender Prozess, weil eh schon Philipp von Anfang an nicht so eine gute Stimmung... Ja, ich glaube, zweiteres tatsächlich, dass es am Anfang diese Grundstimmung war. Mhm. Und dann sieht man ja auch, da habe ich mich für Philipp entschieden, fürs Date. Dann sieht man ja schon die Kommentare von mir, jetzt hat er sich für Philipp entschieden, wieder mal. Ja. Dann ist es ja wirklich so, also zwischen wofür uns... Wofür du ja gar nichts kannst letztendlich, ne? Also, ja, das sind halt Gefühle auch. Ja, ja, voll. Die dann dich entwickeln. Und irgendwann war es wirklich so, es hat ja kein Blatt mehr zwischen uns gepasst. Ehrlicherweise bin ich von außen hätte ich auch gedacht, boah, was für ein cheesy Couple. So, ne? Also können sich jetzt mal irgendwie mal in Ruhe lassen oder so. Aber wir haben es in dem Moment genossen und gebraucht und dann ist es aber auch okay, finde ich. Also muss man das irgendwie von außen... Warum muss man auch unterdrücken? Ja, voll. Ja, ne, genau. Und ich meine, darum geht es ja in dieser Show auch letzten Endes. Voll. Und nicht um Hass zu schüren oder zu mobben, sondern es geht um eine Dating-Show. Ja. Aber war das für dich gleich direkt 0 auf 100 oder hat sich das für dich... Es war schon sehr schnell alles, ne, bei euch beiden. Das war von 0 auf 150, würde ich mal sagen. Das war okay, boom, gut. Ja. Also doch, was dann doch so, was man noch gesehen hat, ist das sofort... Ja, voll. Es hat Zoom gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Krass. Im Moment hat Zoom gemacht, ja. Also hast du nicht auch in diesem Interview am Anfang gesagt, dass du dir wünschst, dass Philipp in der Villa ist oder so? Hast du das nicht irgendwie... Was ja, war, was tatsächlich, du, ne? Ja. Ich habe Dennis O. gesagt, weil ich Dennis O. mega sympathisch finde. Ich liebe ihn, er ist so toll. Er ist ein cooler Typ, den habe ich kennengelernt. Also das ist richtig, richtig cool. Ja, ich liebe ihn. Also liebe Grüße, Dennis. Ja. Und, und dann dachte ich, okay, cool fand ich halt immer Philipp. Mhm. Aber ich finde, man hat... Auch wenn er Dritter geworden ist, in der letzten Staffel gar nicht so viel von ihm gesehen. Nee, und das stimmt. Da war ich voll neugierig. Außer den Yoga-Orgasmus. Genau, das war aber irgendwie so ein Stempel, wo ich dachte, ja, da muss er eigentlich mehr dahinter stecken. So. Ja. Und so fand ich das. Hast du auch ganz cool, ne? Ja, ich habe alles rausgeholt. Hast du rausgeholt. Sieht man vielleicht auch in Folge 6. Ja, sieht man das. In allen Folgen eigentlich auch. Ja. Ich liebe eure Badezimmer-Talks, viel lustig. Ja, so beim Pinkeln und beim Drehen, also mit Zahnseide im Mund, wie so ein altes Ehepaar. Ja, das ist echt so ein altes Ehepaar. Ja. Und ich denke auch so, das sind, okay, krass. So von außen. Ja, weißt, voll. Weißt, okay. Wie so ein Ehepaar, was so den Tag Revue passieren lässt. Na, Harald, was das wurde. Ja, genau. Ich fand das toll. Wie war es bei Erna? Ja, genau so war es. Aber habt ihr dann irgendwie, ihr wart irgendwie schon durchaus in der Charmings für die ganze Zeit, ne? Ja, das hieß auch irgendwann der Trump Tower, tatsächlich. Ah, lustig. Ja, wir waren immer in Trump Tower dann. Ach, funny. Okay, ja. Wart ihr da drin, weil ihr einfach nicht bei der anderen Seite wolltet? Haben die euch verbannt? Oder war das eher, dass ihr gesagt habt, komm, wir ziehen uns zurück, kein Bock auf dieses Drama und abonniert die Charming Street? Einfach, das war der einzige Raum, wo du Zweisamkeit auch hattest. Ja, klar. Ja, also ohne, dass sich die ganze Zeit Leute angucken oder halt du auch mal ehrlicherweise auch privat reden konntest, weil auf den anderen Toiletten war es ja. Also wirklich, wir sind uns alle in dieser Villa ziemlich nahe gekommen, weil der eine war gerade duschen, während der andere jetzt auf gut Deutsch gesagt gekackt hat nebenbei. Und die andere Person hat gerade Zähne geputzt. Also so intim und nah war das halt in der ganzen Zeit. War das für dich eine Hürde am Anfang? Nee. Okay. Na gut, das wäre auch geklärt. Das war jetzt gerade weird, aber... Nee, war es nie. Also ich habe mit 14 Mitbewohnern zusammen gelebt, auf engstem Raum. Boah, das war das, krass. Also sowas kann ich... Das für mich ist so die größte Hürde, ne? In so einer Show, ich könnte nicht rein aufgrund... der Sache. Und du hast ja, also wenn du dann drin bist, ist es ja auch eher alles egal, du hast ja keine Wahl. Und alle ja, aber auch so Kevin gerade so am Geschäft machen und mit Martin hier am Pläne schmieden und ja, so. Ja, okay, das ist aber schon Next Level gewesen, oder? Das ist schon Next Level, aber auch, dass die Kamera das zeigt. Ja. Das finde ich schon krass, ja, ey. Ja, stimmt. Also, weiß ich nicht, also Ästhetik war da nicht mehr gegeben, finde ich. Nee. Ach krass, okay. Ja. Es gab ja dann diesen Moment, also ihr werdet durchaus, dieses, ich sag mal durchaus in diesem Video, furchtbar. Bitte einmal das Schlechteste machen, wie ich durchaus gesagt habe. Ihr wurde dann quasi fast rausgewählt in Folge 8. Ja. Und dann hat Philipp irgendwie gesagt, wir treten euch jetzt alle in den Arsch. Mhm. Ich finde, das war so der erste schnippische Kommentar von eurer Seite aus, den man so gesehen hat. Ja. What happened? Also ich finde, also was ich meine... Das ist ein sehr wichtiger Moment tatsächlich. Voll. Es ist die ganze Zeit so, okay, ihr habt was gegen uns, egal, wir kapseln uns ab und machen jetzt unser eigenes Ding und haben uns irgendwie immer mal Ecken gesucht. Ja. Oder eben eine Charming Suite oder halt auch die Leute gesucht, die nichts gegen uns hatten. So, das sieht man ja auch, da bildet sich auch diese Dynamik mit Mo und Vladi zusammen.
Und dann war aber wirklich irgendwann dieser Moment, krass, es ging so weit, die haben uns so krass angegriffen, dass sie uns raus haben wollten. Das ist halt eine rote Linie, weiter geht es jetzt gerade nicht mehr. Ja. Jetzt kommt die Selbstverteidigung. Krass, das war dieser Moment jetzt gewesen. Ja, ich war auch so, oh, hat er nicht gesagt. Also es war schon krass auch, finde ich. Weil das war sehr gerade krass. Philipp ist ja doch ein sehr ruhiger Mensch. Ja. Und dann hätte ich das von ihm gar nicht erwartet. Aber ich finde, gerade als Zuschauer muss man halt auch denken, okay, da muss ja echt viel passiert sein. Das genau. Das geht auch emotional. Also man ist dann irgendwann emotional so geladen. Voll. Und man muss sich auch nochmal vorstellen, wir hatten das Date vorgehabt. Ja. Das war emotional sehr, also das Date ging ja auch ein bisschen länger. Das ist ja auch wieder, du versuchst halt das Beste aus dem Date einmal kurz darzustellen. Es ist ganz viel passiert, auch ganz viele Informationen, die wir da von dieser Wahrsagerin bekommen haben. Es war super intim. Ich war völlig durch danach. Das haben wir gesehen. Ja, ich war völlig durch, dann hätte ich dann 3 Stunden schlafen können. Ja, verstehe ich. Dann kommst du halt da rein und dann erstmal diese andere Gruppendynamik so. Also man kriegt das ja mit, dass die über uns geklappt haben. Das haben wir auch hingeguckt, die haben ja auch geschrien. So. Man ist ja auch nicht dumm, man sieht das ja auch. Genau, und dann ist das erstmal unangenehm und dann kam dieser Brief und dann wollen einen alle raus. Du bist fertig danach. Das das verstehe ich. Das ist krass. Krass, aber hast du dich schon draußen gesehen? War das für dich schon so ein Ding, wo du dachtest, okay, ich bin jetzt raus und ciao und oder... Ich weiß nicht, ich habe einfach Leere auch in dem Moment dann auch gespürt, zeitlang so. Ich dachte so, okay, es soll irgendwie alles kommen, wie es kommt. Ja. Ich hätte es aber verdammt unfair gefunden, weil jetzt hatte ich ja wirklich 2 gefunden. Ja, das ist auch für eine Message nach außen, ne? Also was ist das jetzt ehrlicherweise, wenn du halt so, was ist denn das? Also keine Ahnung. Ich verstehe das, was du meinst. Am Ende geht es ja wirklich um diese 10.000 Euro. Ja. Aber was ist denn wichtiger in dem Moment, ne? Ich finde auch, das ist sehr schade, bin ich ehrlich. Aber das ist einfach halt wahrscheinlich part of the game. Ja. Aber ich finde auch dieser Grundliebesgedanke geht ein bisschen verloren, gerade gegen Ende. Ich fand, er war am Anfang viel stärker noch. Ja. Aber wahrscheinlich ist das die Show. Ja. Ich weiß nicht. Aber irgendwie auch interessant zu sehen, wie Leute unterschiedlich ticken, ne? Also ich finde, wenn es um Geld geht, dann siehst du halt, wie eigentlich die Charaktere aber sind. Aber es ist ja auch gar nicht so viel Geld ein, wenn man drüber nachdenkt, ne? Also da 10.000 schon. Ja. Aber da gehen die Steuern ab, du musst durch 2 teilen. Ja. Und ist es dann die ganze Arbeit wert, nur ums Geld zu kämpfen? Was ich meine? Ja, oder also was nimmst du denn mehr raus? Nimmst du jetzt irgendwie Freundschaft? Was ist da der Mehrwert? Oder eventuell irgendwie eine Partnerschaft oder sonst irgendwas? Genau. Oder halt das Geld, ne? Musst halt irgendwie für dich abwägen. Das stimmt. Aber da unterscheiden sich die Charaktere. Also da das Wahre. Das haben wir auch gesehen, finde ich schon. Ja. Ja. Was mich noch interessiert hat, ist ja doch eine sehr spezielle Situation. Ja. So eine Villa hat man ja auch nicht, jede Woche, ne? Ja. Und das war doch sehr aufgeladen alles. Ich würde schon fast von Hass sprechen. Kann man so weit gehen? Ich weiß es nicht. Aber wäre das alles so eskaliert auch, hättet ihr als WG einen Urlaub am Strand gemacht in Mallorca, abgesehen von diesem ganzen Druck. Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass es so eskaliert wäre, weil man kann dann eher mal sagen, so, nee, heute machen wir 2 jetzt mal einen Ausflug so und kommen später wieder und dann kochen wir alle gemeinsam. Und ich glaube auch, dass viele sehr die Ziellinie vor Augen hatten. Ja, das glaube ich auch. Das hat auch nochmal ziemlich gefuchst so und gepusht. Ja, findest du, dass sich dieser, ich will mal Hass sagen, aber diese Negativität gegen Ende schon verschlimmert hat im Vergleich zum Anfang? Ja? Ja, ganz krass. Also es war irgendwann auch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, so die Situation, wo die alle diskutieren und es raushaben wollen, das war unfassbar unangenehm. Ja, glaube ich. Richtig unangenehm. Also ich fühlte mich sehr unwohl. Ja, fuck, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja. Da habe ich auch irgendwie immer mehr an die Leute geklammert, die ich mag, aber es war krass. Ja, glaube ich. Sehr unangenehm. Hat schon ein bisschen was von so Schulmobbing-Zeiten so ein bisschen, ne? Ja, ja, voll. Glaube ich. Ja. Nee, war nicht schön. Das war so, ich werde sofort wieder einziehen, weil an sich war das eine geile Erfahrung. Ja, glaube ich. Toll. Aber das war der Moment, wo ich wirklich so sagte, boah. Diese Gruppendynamik, ne? Wahrscheinlich auch dann gegenseitig aufbauschen und in einem Team ist man auch stärker. Du bist ja auch drin, verstehst es ja auch irgendwann nicht mehr ganz genau. Worum geht es denn jetzt eigentlich? So, ich glaube, es gab auch irgendwann keinen Grund mehr. Es war einfach nur noch dieser Grund. Aber ich muss auch zur Verteidigung sagen, klar, gab es auch immer Momente, wo ich von allen anderen auch genervt war. Ne? Also ich glaube, das ist voll normal. Ich glaube, nach 14 Tagen ist man einfach von Leuten genervt. Verstehe ich auch voll. Ja, total. Kommen wir mal zu diesem Spiel. Ja. Ich wusste ja, also man wusste ja gar nicht, was für Spiel überhaupt. Es wurde alles Folge 7 total unklar. Ja. Und dann kam dieses Spiel um die Ecke. Ja. Wie anstrengend war das bitte? Oh mein Gott. Das war super. Oh mein Gott. Ja. Und wie lange ging das bitte? Das war ja gefühlt 5 Stunden oder so, bis die Tonne mal voll war. Ich konnte nicht mehr atmen. Ja, das war so gelaufen die ganze Zeit. Also wäre es nicht für die Kamera gewesen, hätte ich mal abgebrochen. Also diese Löcher in der Tonne, ich habe mich verarscht gefühlt als Zuschauer, wirklich. Ja. Ich dachte auch manchmal so vor, so, Philipp, fuck, muss ich jetzt die Löcher zuhalten? Noch weiter. Und dann war so, nee, das macht gar keinen Sinn. So, nee. Dann schwer weiterfüllen. Aber wie lange kannst du einschätzen? Wie lange es gedauert hat circa? Ich hatte gar kein Zeit- und Raumgefühl mehr. Ich habe nur noch gesehen, lauf. Man sieht ja auch, man zieht ja auch Philipp einfach nur noch mit. Ich habe es gar nicht realisiert, dass er völlig K.O. war in dem Moment. Aber ihr konntet auch trinken, habe ich gesehen. Das ging ja, aber ich hatte gar keinen Bock. Ja, ich wollte weiter. Ja. Ach krass, aber auch dieses Wort Champagner-Dusche oder so. Ja. Das ist jetzt ja auch kein alltägliches Wort. Ja. Es ist nicht Baum, Maus oder so. Ja. Also, aber das haben wir eigentlich ganz schnell hinbekommen. Ja? Tatsächlich, ja. Okay, immerhin. Also wir haben so gelegt, dann war es so Charming, nee, das ist ein G.
Champagner. Champagner, okay. Immer so. Champagner. Und ihr war auch in diesem Modus drin. Ja, ne? Alkohol, Villa, zack, 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 verstehe, ja. Okay. Ja, aber auch Champagner ist ja fast schon ein Fremdwort. Da kommst du ja auch, finde ich, im Alltag gar nicht drauf. So. Nee, ja. Also crazy. Ja, aber ich glaube, wir hatten auch ehrlicherweise Glück. Wir haben das einfach so gelegt gehabt. Und dann war schon so ungefähr. Also CHA und wir so, ah, cool. Okay. Zeit, ne? Ja. Krass, ey. Ich hab ja alle so geschwitzt, ey. Ich hatte so Mitleid. Es muss ich das auch mal vorstellen, ne? Es ist schwül. Ja, natürlich. Warm, man schwitzt ja vom Nichts in der schon. Sonne die ganze Zeit. Und dann läufst du da was Sport. Also da gehen wir unser Gymdate nichts. Ne? Du warst ja auch einfach 3 Uhr aus dem brauner Bräuner. Ich hab deinen Kommentar gesehen in einem Video. Ja. Und dann war Nick einfach 98. Ja. Hast du nicht eingecremt? Ich habe mich permanent eingecremt. Krass. Das ist aber einfach mein du bist gesegnet. Meine Hautfarbe ist das. Ich kann 80 Jahre in die Sonne gehen und bleibe weiß. Ich gehe 10 Minuten in die Sonne und guck mal. Ja. Aber du warst echt auch gerade bei der Badehose, war das so braun du warst. Oh mein Gott. Ja. Aber ich glaube sogar selbst Kevin hat so ein paar Bräunungstöne gehabt, oder? Ja, der lag auch gerne in der Sonne. Ach so, ja. Okay, weil das ist doch ein sehr heller Typ, glaube ich. Ja, ja, doch. Lustig. Ja. Also du sagst, du hättest nochmal Bock darauf, wenn du nochmal die Chance... Es war einfach eine unfassbar geile Erfahrung, ne? Also Ups und Downs, klar, aber grundsätzlich unterm Strich so dankbar dafür. Also richtig krass. Vielleicht eine dumme Frage, wurde dir irgendwann langweilig oder war das für dich... Alles immer also es hatte irgendwann so ein bisschen was von Honeymoon, so, ja, so All-Inclusive-Urlaub. Ja, ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen feuchtbar. Ja, gewesen, war auch so ein bisschen so, aber wir lagen dann wirklich permanent am Pool. Mhm. Dann haben wir mal gekocht und ein bisschen Sport gemacht und dann, so kommt jetzt mal ein Umschlag. Okay, so. Wir gehen heute auf ein Date. Ja. Ich bin ready. Ja, genau, eine Abendparty, also es hat echt ein bisschen Urlaub für ihn. Verstehe. Ja. Kannst du einen kleinen Teaser geben für Folge 9, so in 3-4 Wörtern, was uns im Finale erwartet? Action-Spannung. Ja, Adrenalin. Findest du gut, dass du nicht Liebe sagst? Finde ich gut. Liebe Romanz! Ja. Nee, das könnte auch, das wird wirklich krass spannend, ja. Ich bin gespannt. Ja, ja. Auch Wiedersehen, was das alles rauskommt. Ja, das wird auch nochmal krass. Ich freue mich. Ja, danke, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Es tut mir sehr leid, was du da warst. Alles gut. Aber es hat ja scheinbar sich ausgezahlt. Ja. Also von dem her alles gut. Ich würde sagen, guck mal. Ich kann nicht mehr reden, ist vorbei. Aber das war ein anderes Video. Guckt gerne mal vorbei, Link in der Beschreibung ist verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Hab rein. Ich habe mich gefreut, danke, dass ich hier sein durfte. Bitte. Ja, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.